Alles ist möglich. Das wissen Sie und das wissen wir. Warum ein Stück so wird, wie Sie es erleben und leider oft auch erleiden müssen, liegt an der seligen oder unseligen Kombination zwischen Regie und Schauspiel. Zwei natürlichen Angstgegner. Du denkst jetzt, ja, so. Ja, das ist doch viel einfacher, viel zeitgemäßer, das ist griffig, ganz einfach. Toller Mann. Toller Mann. Ja, lass es uns doch mal ausprobieren. Ändern können wir es immer noch. Schwül ist es. Irgendwie. Und Mutter ist nicht da. Toll. Sagen wir mal so, versuch gar keine Figur zu spielen. Das habe ich ja noch nie gemacht. Du bist nicht freiwillig. Versuch's mal so. Du spielst eine Figur. Aber wir wissen, dass sie keine Psychologie hat. Ich probiere das einfach mal. Schule, bla bla. Da bist du geil von dir. Okay, ich fange mal an. Nee, nee, kannst du doch. Machen wir weiter. Dann machst du eine Drehung. Siehst das Kistel? Erschrickst du? Große Augen spielen wir da. Furcht! Hände vorm Gesicht! Und dann trägst du ins Publikum. Wo kommt denn das Kistel her? Und so. Ja. Es war ein König! Da muss richtig wieder klucken rein. Den Leuten muss das Wasser im Maul sammeln, Leute. Trennt doch alles. Na, zwinkerst du mal ein bisschen in die Augen. Da wissen die Leute genau, was du meinst. Sag mal. Nach Golde drängt's, am Golde hängt's doch alles. Den Zwinker. Wunderbar. Dann hinter zur Tür. Ach, ja, ah. Schlängerst du später ein bisschen in die Luft. Stolz ab. Und jetzt gibt's einen Kaffee. Es ist so schwül, so dumpfig. Nein! Aber mit dem Satz komme ich doch rein. Eben! Schwül, dumpfig. Ja. Das kannst du doch nicht einfach so daher sagen. Na ja, dann kann sie auch lauter sagen. Nein! Von ihre Hände begibt. Also, sag mal ran. Also ich komme von hinten durch die Tür zur Mitte des Raums. Da ist keine Tür. Da ist keine Tür. Ja, aber irgendwie muss ich ja reingucken. Lauensteiner Pralinen, das Teufelskästchen darstellen soll. Ja. Ist Ihnen der Begriff Requisite geläufig? Was wollen Sie damit sagen? Eigenartige Vorstellungen über den Probenprozess kursieren. Über den professionellen Prozess künstlerischer Annäherung an die großen Werke der dramatischen Literatur. Und ich halte Faust für ein großes Werk! Es ist so schwül, so dumpf, Vicky. Und eben doch so warm, nicht draus. Es wird mir so. Ich weiß nicht wie. Ich wollte die Mutter kehren nach Haus. War das jetzt ehrlich genug? Ja, sehr gut. Schlecht genug? Ja, sehr gut. Soll ich jetzt zufällig nochmal durch die Wand brechen? Nein, das brauchen wir nicht. Gut. Soll ich jetzt nochmal die Lauensteine anspielen? Nein, ich besorge da was angemessen. Oh, komm, Flänen. Und immer nur die tapferen kleinen Mädchen gespielt. Jeanne d'Arc, Antigone, rauf und runter die Geknechteten. Aber rein zufällig, jedes Mal in knallengen T-Shirt. Damit auch ja nicht einen riesen Titten. Ja, so gehen. Sachen machen, wie Food zum Beispiel. Ja. So. So zum Beispiel zu schreien, so aus dem Stand, wo du auch eigentlich gute Laune hast. Und plötzlich läufst du rot an. Die Augenflüssigkeit. Wo
und die überheizten Räume in einer halben Stunde. So, also, bin doch ein töricht, Pause. Furchtbar, Pause. Dann anstatt aber Luft nehmen, weit. Dann so im Herumsehen das Kästchen. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Also wir haben uns sehr gefreut, dass es so voll ist. Einen schönen Sonntag. Wetter, das ist so voll.